So, Freunde, wir haben jetzt schon den nächsten Tag und wir wollen jetzt mit der Fähre hier fahren. Auf jeden Fall wollen wir auf die andere Seite kommen. Und ihr habt ja gestern oder im vorigen Vlog gesehen, dass ich feiern war. Ich weiß noch nicht. Oh, sorry, die machen noch Bilder. Wie ich das Video schneide. Alter, ich bin fertig mit der Welt. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe gestern halt relativ viele Drinks getrunken. Auch wenn die nicht so stark waren, muss ich sagen. Also da bescheißt uns Australien irgendwie ein bisschen. Und heute erkunden wir dann ein bisschen die City, bis wir dann nach Melbourne fliegen. Ich kann es auch irgendwie gar nicht glauben, dass wir jetzt echt so ans andere Ende von Australien fliegen ein bisschen. Da schlafen wir dann nochmal in meinem Hostel. Es war auch so eine schreckliche Nacht, weil wir zu fünft in einem Vierbettzimmer geschlafen haben. Und es war so heiß, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber naja, jetzt suchen wir gleich erstmal Frühstück und ja. So, Freunde, weil Brisbane keinen Strand in der Nähe hat, haben die einfach das hier errichtet. Halt mitten in der Innenstadt mit diesen ganzen Wolkenkratzern hier. Und ja, da können die Kinder dann schwimmen und so weiter. Und da hinten seht ihr noch so ein Karussellding. Das war Lauri. Ganz nett. Und wir haben noch nichts zum Frühstück gegessen. Wir sind gerade mit der Ferry gefahren. It's cute, right? Freunde, das war eine Weltreise, sage ich euch. Wir haben es jetzt bestimmt schon mittags. Warte, ich guck mal auf die Uhr. Es ist schon 12 Uhr und wir waren wirklich die ganze Zeit auf der Suche nach irgendetwas zu essen. Irgendeinem Café, wo ich dann natürlich auch was essen kann, aber wirklich, also so viel hat es geschlossen, so viel hat geschlossen gehabt oder einfach keine nice Optionen gehabt. Und ja, jetzt sind wir letztendlich bei Starbucks gelandet. Meine Freunde holen sich Starbucks und ich habe mir in so einem Einkaufszentrum da, das hieß irgendwie Vegarama oder so, eine Frittata geholt mit so einem kleinen Salat. Weil wie gesagt, wir haben es jetzt schon mittags, jetzt kann ich auch schon Mittagessen. Und ja, einfach ein Wasser. Und ja, ich habe auch schon echt Hunger, der Alarm. Hunger. Kennt ihr das, wenn man schon so benebelt ist, weil man so Hunger hat? Irgendwie so. Auf jeden Fall, ja, werden wir das jetzt essen, dann sind wir ziemlich fertig, keine Ahnung, ein bisschen noch in der Stadt rumlaufen. Und dann geht es auch schon später zum Flughafen und dann fliege ich nach Melbourne. Ja, oh, ich gebe auch so viel Geld jetzt für Essen aus im Moment, aber das wird nächste Woche ja hoffentlich ein bisschen weniger, wenn wir wieder bei einem der alten Arbeitskollegen von mir wohnen. Also ja, ihr seht das ja dann. So ein paar Stunden später befinden wir uns jetzt in einem Museum, wie ihr seht. Aber ich bin so fertig. Ich habe mich jetzt hingesetzt. Und wir haben ja eben gefrühstückt, / Mittag gegessen. Aber wir essen gleich auf jeden Fall auch nochmal was. Und ja, dann haben wir auch uns ein Airbnb gebucht, Lauri und ich. Wieder ein relativ geiles, aber es hat nur, glaube ich, maximal 30 Euro pro Person gekostet. Ich glaube sogar 25 oder so, also es geht echt klar. Können wir einfach mal wieder schön schlafen, weil in einem Hostel ist es manchmal echt schwierig. Whitney. Und genau, so sieht die Lage aus. Wir müssen jetzt noch ein bisschen die Zeit verplempern, bis wir dann zum Airport fliegen. Und ja, jetzt schauen wir uns hier noch ein bisschen Kunst an. Ist gerade ein bisschen Aborigine-Kunst oder angehaucht. Ich bin so müde. Kleiner Flashback. Wir haben es jetzt nach 3 oder so kurz nach 3 und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen mit dem Film, weil wir müssen gleich noch die Ferry erwischen und dann wie gesagt zum Flughafen.
Ja, und das wird jetzt mein Mittagessen, vielleicht sogar Dinner sein. Und das teile ich mir eventuell noch mit Whitney und Laura. Hallo Freunde, wir haben es jetzt schon einige Stunden später und ich sehe noch fertiger aus als den Tag zuvor. Aber ist egal. Ja, wir sind jetzt in unserem Airbnb. Wir hatten Probleme mit unserem Flug, das sage ich euch. Da war erst irgendwie gecancelt, dann habe ich keine E-Mail-Benachrichtigung bekommen. Dann wurden wir auf eine andere Airline verschoben. Dann wurden unsere Flüge sogar getrennt. Wir sollten eigentlich nicht mal zusammenfliegen. Ganz großes Drama, aber naja, zum Schluss haben wir es hinbekommen. Haben uns ein Uber genommen und ja, sind halt hierher gefahren. Und das sieht so toll aus, wirklich. Ich liebe Airbnb so über alles. Und das kostet uns halt wirklich 30 Euro pro Nacht, was halt, keine Ahnung, 5, 6 Euro mehr sind als in einem Hostel. Und das gestrige Hostel war halt echt, ja, gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Und guck mal, da hinten erkennt ihr sogar die Skyline von Melbourne ein bisschen. Aber Melbourne werden wir dann erst morgen erkunden. Man hat uns sogar ein bisschen Naschi hier hingelegt, sogar Oreo-Kekse. Im Flugzeug habe ich übrigens ein paar Cracker gegessen. Hier bin ich in meinem coolen Outfit. Oh, sexy. Auf jeden Fall ist das das Bad. Ist halt wirklich wie im Hotel. Und ja, das ist nur leider laut wegen dieser Lüftung da. Mal kurz aus wieder. Und dann riecht es hier ein bisschen wie in Indien. Irgendwie hat er ziemlich viele Räucherstäbchen angehabt, aber ja, das ist der sonstige Teil von der Wohnung. Hier auch nochmal mit dem Balkon. Und ja, es wird nicht mehr viel zu berichten geben. Wir werden gleich zu Bett gehen, Schlaf nachholen und so weiter. Und wir sehen uns dann bald wieder, wenn ihr Melbourne zu sehen bekommt. Gute Nacht. Krass. Guten Morgen aus Melbourne. Wir sind wieder die schlechtesten Backpacker der Welt und haben uns einfach Frühstück geordert von Uber Eats. Und das sollen jetzt eigentlich kleine süße Pancakes sein. Ich glaube, da wirst du satt von. Man sieht weil wahrscheinlich gar nicht, wie groß sie eigentlich sind. Ja. Riesenfladen. Das ist fast so groß wie dein Kopf. Ja. Und ich habe mir hier so ein Müsli bestellt mit Kokosnuss, Joghurt, Beeren, Nüssen und so weiter. Und halt Haferflocken hier unten. Und ja, ich habe schon einen Löffel davon gegessen, deswegen sieht es nicht mehr so schön aus. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir haben 9:30 Uhr, müssen um 11 hier auschecken. Und dann mal sehen, wie unsere neue Unterkunft wird. Das seht ihr dann wahrscheinlich im nächsten Clip. So, als schönes Gastgeschenk werde ich nochmal diese Oreos jetzt essen, das ist ja eine Nervennahrung. Mein Backpack ist gepackt. Das, ja. Da hätte es auch mal einen besseren Job machen können, ne? Mit dem Bett und den Kissen hier. So, das sieht doch schön aus. Ja, dann gleich noch ordentlich. Das ist geil, ja. So, wir sind mittlerweile angekommen in unserer neuen Unterkunft. Und sieht ganz schick aus, muss ich sagen. Habe ich schon ein bisschen schick erwartet. Aber ich gebe euch einfach mal eine kleine Room- und House-Tour. Also hier werden wir nächtigen. Mit diesem schönen Tittenbild hier. Und oh, irgendwie fokussiert die nicht ganz, ne? Wir haben auch unser eigenes Badezimmer, aber das Schönste an dieser Wohnung, man, es fokussiert echt nicht. Ist der Ausblick. Es ist halt einfach original. Und der Fernseher ist eigentlich auch ganz nett. Mm. Die Skyline von Melbourne. Es ist so schön. Ja, hier dürfen wir wieder unterkommen. Und wie gesagt, das ist ja, seht ihr mich? Ja. Das ist ja jetzt mein anderer Boss, für den ich gearbeitet habe auf dem Boot. Das Boot hat nämlich zwei Leuten gehört. Kann man hier rausgehen oder braucht man Schlüssel? Ach, man kann rausgehen. Genau. Oh, ist ein bisschen lauter hier. Auf jeden Fall habe ich ganz gute Connections gemacht, würde ich sagen. Und ja. Deswegen können wir uns jetzt ein paar Hostelkosten sparen und hier wohnen. Und ja. Ich bin einfach nur glücklich. Und ich habe übrigens noch ein paar Oreo-Kekse gegessen. 3 Stück. Und ja, wir schauen mal, was der gute Alex jetzt so zu essen hat.
Boah, hungrig, glaube ich, sind wir noch nicht. Wir werden wahrscheinlich auch die Stadt erkunden. Irgendwann bald. Und ja. So viel zu unserer neuen Unterkunft.